Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky Herz. Willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme. Ich bin ein bisschen krank. Ich bin jetzt mittlerweile auch wieder von der Gamescom down. Es war wirklich, wirklich super, super, super geil. Und es wird auf jeden Fall in den nachfolgenden Tagen auf jeden Fall noch ein Video dazu kommen. Ich werde versuchen, jetzt noch so ein Video irgendwie zusammenzuschneiden. Ich konnte nicht wirklich viel aufnehmen, weil meine Kamera einfach manchmal gesponnen hat oder man einfach das zum Teil vergessen hat. Aber ich habe ein paar Sachen aufgenommen. Und wie gesagt, sorry wegen meiner Stimme, ich bin total am Arsch, ey. Aber deswegen heißt es nicht, dass ich keine Videos mache. Ich werde jetzt auf jeden Fall euch ein bisschen was erzählen. Und zwar gibt es neue Informationen zu Dragon Ball Xenoverse. Und zwar, wie ich es vorausgesagt habe, dieser mysteriöse Kämpfer war ein erstellter Charakter. Es ist kein Nachfahre von Gohan, auch keiner von Buu, keiner von... Keine Ahnung, es ist wirklich ein erstellter Charakter. Und das wurde jetzt bestätigt eben, man kann seinen eigenen Charakter machen. Es gibt bis jetzt 4 Rassen, die bestätigt wurden, und zwar die Saiyajins, die Erdlinge, die Majins und die Namekianer. Und die wurden bis jetzt bestätigt, es sollen aber später nochmal ein paar mehr dazukommen. Welche Rassen dazu noch kommen, keine Ahnung. Ich habe mir da jetzt auch keine Gedanken drüber gemacht. Im Hintergrund lasse ich einfach ein paar Bilderchen ablaufen, die jetzt neu erschienen sind. Und ich freue mich auf jeden Fall, ich freue mich wirklich drauf, da ich jetzt nicht gedacht hätte, dass man zum Beispiel Erdlinge spielen kann, weil ich habe persönlich schon für mich gesagt, am Anfang des Spiels, wo das Spiel angekündigt wurde und dieser mysteriöse Kämpfer kam, habe ich gesagt, das ist ein erstellter Charakter, und ich habe mir dann einfach so gedacht, man kann Saiyajin, Majin und Namekianer machen, aber nicht, dass man auch Erdlinge machen kann. Das ist wirklich cool, und dass da auch noch mal weitere Rassen kommen, das finde ich wirklich richtig, richtig, richtig hardcore geil. Und ja, ihr könnt es ja an den Bildern sehen, man kann wirklich die Klamotten frei wählen, man kann auch die Klamotten Muster drauf machen, also man muss nicht aussehen wie Goku, Gohan, Krillin, Yamcha, obwohl die sehen ja alle gleich aus mit diesen orangen Kampfanzügen, oder wie Tenshin Han, man kann wirklich seine Klamotten selber entscheiden, man kann zum Beispiel in den Shop gehen, sage ich jetzt einfach mal, sich da ein bisschen umgucken, dann mit der Währung Zeni, also das ist das Geld natürlich dort, kann man sich dann einfach irgendwelche Klamotten kaufen, sich anziehen und ja, dann die Dragon Ball Welt unsicher machen. Und das finde ich einfach so richtig cool dran. Und ich freue mich auf jeden Fall. Wie gesagt, im Hintergrund ein paar Bilderchen. Und ja, es gibt jetzt auch schon die ersten fertig erstellten Charaktere, wie ihr schon sehen könnt. Und viele fragen sich, haben sich jetzt auch schon gefragt, warum gibt es keinen weiblichen Namekianer? Ich habe noch nie einen weiblichen Namekianer gesehen, noch nie. Aus dem einfachen Grund, da Namekianer selber Kinder auf die Welt bringen können, auch die Männer. Und zwar haben wir es ja beim König Piccolo gesehen, also dem Vater von Piccolo, der hat einfach ein Ei ausgespuckt. Einfach mal so, just so fun, hat er mal ein Ei ausgespuckt und da kam dann eben Piccolo raus. Und wie gesagt, also man braucht keine Frauen dazu. Wahrscheinlich haben die nicht mal einen Dödel oder so. Und wenn sie einen haben, dann ist er grün. Dann ist er wirklich grün. Nein, wie gesagt, auf jeden Fall... weibliche Namekianer gibt es, glaube ich, gar nicht. Und wenn es welche gibt, dann könnt ihr mir gerne mal ein Foto in die Kommentare schicken oder einfach verlinken oder irgendwie sowas. Weil das gibt es gar nicht. Also von daher ist mir das eigentlich auch egal. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, welche Rassen ihr euch noch sehr gerne wünschen würdet. Und ja, wenn die Rasse schon da ist, die ihr gerne haben möchtet, welche Rasse ihr gerne nehmen würdet. Also würdet ihr... lieber Namekianer, würdet ihr einen Majin nehmen, würdet ihr einen Erdling oder einen Saiyajin nehmen? Und ja, wie gesagt, schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Und ja, ich bin auch ein bisschen perplex, ihr merkt es auf jeden Fall gerade. Mein Hals tut mir so weh, Leute, aber... Wow, was war das denn, Alter, von Schlag? Ey, habt ihr das gehört? Naja, egal. Das war's dann jetzt eigentlich schon von dem Video. Ich freue mich auf jeden Fall, wieder Videos machen zu können, euch wieder auf dem Laufenden halten zu können. Gott, meine Stimme ist so am Arsch, ey. Und wie gesagt, wir sehen uns auf jeden Fall heute nochmal. Ich versuche jetzt nochmal so schnell so ein Naruto-Video zu machen. Und dann klappt das alles auf jeden Fall. Haut rein, meine Freunde, bis zum nächsten Mal. Tödelö.